Dann gibt es noch eine ganz wichtige Pseudoklasse Nth Child, das so und so vielte Kind. Oder auch die Pseudoklasse First Child. Und damit kann ich jetzt aus einer Reihe von Elementen ein bestimmtes aussuchen. Das dritte von etwas oder das erste oder was auch immer. Ich mache dazu mal hier eine Navigation, ein Nav. Und in der Navigation macht man in der Regel mit Listenelementen. Da mache ich mal fünf Listenelemente rein. Da drin kommen dann A-Elemente. Und in den A-Elementen steht dann Seite 1, Seite 2, Seite 3. Das mache ich hier wieder mit den Dollarzeichen. So sieht's aus. Und da ich keine Links habe, füge ich jetzt hier mit Alt-Shift reinklicken, klicken, runterziehen, ein Gatterzeichen hier ein und fertig ist das. Wenn ich jetzt da drauf klicke, wird einfach die Seite neu geladen. So. Und jetzt möchte ich einfach mal das erste Kind-Element hier ansprechen. Das mache ich folgendermaßen. Ein Listenelement, welches ein erstes Kind-Element ist, kriegt jetzt hier eine Hintergrundfarbe Yellow. Und siehe da, ne, funktioniert wunderbar. Gut, ich kommentiere das mal aus. Und gehe über zu dem nächsten. Ein Listenelement, was das so und so vielte Kind-Element ist. Und jetzt kann ich hier eine Zahl eingeben. Eine 1 für das erste, eine 3 für das dritte. Und gebe dem auch mal die Hintergrundfarbe. Nehmen wir mal Aqua. Und jetzt sehen wir, wie das eingefärbt wird. Ends, das kommt daher, man sagt ja im Englischen the sevens. Und daher kommt das. Das so und so vielte, so übersetze ich das immer. Anstatt hier eine Ganzzahl einzugeben, gibt es noch mehr Möglichkeiten in den Klammern hier. Ich kann zum Beispiel mit n sagen, alle Elemente und kann damit plus angeben, ab dem wievielten. Alle ab dem dritten bedeutet das jetzt. Alle ab dem zweiten. Also ein Offset-Wert. Ich kann auch sagen minus n, dann bedeutet das alle bis zum zweiten oder alle bis zum dritten oder was auch immer. Dann kann ich sagen 2n, da wird dann jedes zweite ausgewählt oder 3n, jedes dritte. Und das kann man dann auch nochmal mit dem Offset-Wert kombinieren. Jedes zweite ab dem dritten, meinetwegen. Gut, dafür ist die Liste jetzt hier ein bisschen klein, das kann man jetzt nicht erkennen. Ne? Aber jedes zweite ab dem dritten wäre dann das hier. Des Weiteren kann man hier noch Schlüsselwörter eingeben. Odd bedeutet jedes zweite, aber eben die ungeraden Platznummern. Und even jedes zweite, aber da dann eben die geraden Nummern. Ich habe die Liste mal etwas verlängert und jetzt möchte ich mal von hinten zählen. Das macht man mit ends minus last child. Li ends minus last child. Und jetzt sage ich mal wieder mit n alle. Und dann plus 3, also ab dem dritten. Aber das wäre ja jetzt hier das drittletzte. So, ne? Und jetzt sieht man hier, das drittletzte ist hier das achte und jetzt wird halt von hinten gezählt. Und all die anderen Sachen, die wir eben gemacht haben, funktionieren natürlich jetzt auch. Ne? 2n ab dem dritten oder 2n ab dem ersten oder ab dem zweiten. Ne? Achtet auch mal darauf, hier von wegen gerade und ungerade. Das kommt auch immer darauf an, wo man anfängt. Wenn ich jetzt bei dem dritten anfange, sind es die geraden und wenn ich bei dem zweiten anfange, sind es die ungeraden.
Jetzt kann man damit natürlich nicht nur Listenelemente ansprechen, sondern alle möglichen Kind-Elemente. Ich habe hier mal ein Beispiel vorbereitet. Ich habe hier ein Main-Element mit einer Überschrift und da liegen dann drei Articles drin. Wegen der Übersichtlichkeit habe ich jetzt keinen Text und so weiter noch in den Articles eingefügt, sondern eben das knapp gehalten, damit es übersichtlich ist. So, jetzt möchte ich das erste Article hier ansprechen. Man könnte damit ja zum Beispiel auch ein Layout machen. Das erste Artikel bekommt eine Breite von 100%, die anderen beiden von 50% und dann floatet man die oder so. Ne? Und da brauche ich ja dann nicht extra irgendwelche Klassen oder so oder IDs einfügen und dann spreche die einfach da mit Endschalt an. Ich mache das mal. Ich sage mal Artikel Endschalt 1. Und gebe dem jetzt mal wieder eine Hintergrundfarbe. Aqua. Und man sieht, es passiert gar nichts. Obwohl es ja das erste Artikel-Element hier ist. Und das liegt daran, weil Endschalt bedeutet nämlich das erste Kind-Element von irgendwas. Ja, das Artikel muss ein erstes Kind-Element sein, ist es aber nicht. Das Artikel ist das zweite Kind-Element von diesem Main-Element. Ja, ich müsste also hier jetzt sagen, Endschalt 2, weil da ja noch eine Überschrift davor ist. Wenn ich aber jetzt das erste Artikel-Element ansprechen möchte, dann kann ich sagen, anstatt Endschalt, Ends of Type. Jetzt wird das zweite Artikel angesprochen, jetzt das erste und so weiter. Wenn jetzt hier noch ein paar Sections drunter liegen würde, könnte ich die dann auch mit Section Ends of Type ansprechen. Und das Ganze wird dann ein bisschen einfacher. Ich muss das nicht alles einzeln abzählen.